Hey! Ich hab noch nicht ausgeredet! Wenn diese Kacktölen kommen, dann bin ich ein bisschen nicht gut drauf. Ich hoffe, das war der einzige. Und ich könnte schwören, dass das im Gameplay-Trailer alles mit Claire Redfield war. So, die nehme ich dankend an. Ist ja nicht so, als ob der Typ mich vorhin die ganze Munition gefressen hat, die er uns gegeben hat. Aber ich würde da vorne auch nochmal schnell gucken gehen, ne? Problem ist natürlich, ich weiß auch nicht, wo es lang geht oder so, ne? Oh mein Gott. Ah, für die haben wir keine Muni mehr. Cool. Oh, es gibt mehr davon. Wir nehmen doch erstmal die andere Tür. Es gibt noch mehr davon. Das ist ja ganz übel. Ja, mehr Mund als der Freak von gerade eben. Kann er jetzt mal fertig sein hier? Junge, das gibt's doch nicht, ne? Ich freu mir. Oh Gott. Alter, ihr könnt doch hier alles reinbringen, aber doch keinen Knast, Mann. Bin ich behindert? Da ist ja kein Strom drauf. Hallo? Oh. Hi. Hey. Ich glaub's ja nicht. Ein echter Mensch. Hallo, Mensch. Sind Sie hier schon lang? Lang genug. Sind nur noch wir am Leben? Nein, nein, es gibt noch mehr von uns. Oh, gut zu hören, schätze ich. Ja. Es sei denn, Irons schickt sie. Irons? Sie meinen Chief Irons? Ist er noch hier? Wen kümmert's? Hoffentlich hat jemand ihn schon verspeist. Was meinen Sie damit? Dieser Mistkerl hat mich ja eingesperrt. Bin sicher, er hatte einen Grund. Hatte er. Ich stand knapp davor, ihn auffliegen zu lassen. Ich hätte dasselbe getan, schätze ich. Hey. Oh Mann. Wie wär's mit einem Deal? Befreien Sie mich und ich gebe Ihnen die. Gebt keinen anderen Weg aus der Tiefgarage, glauben Sie mir. Sorry, das geht nicht. Nicht ohne den Chief zu fragen. Hören Sie, wir beide müssen hier irgendwie raus. Entweder arbeiten wir zusammen und helfen uns, oder... Schreppieren. Es kommt. Was? Was kommt? Komm, komm, sag kein Arschloch, okay? Du brauchst die! Lass mich verflucht nochmal hier raus! Boah! Oh mein Gott. Hat das Teil gerade den Kopf abgerissen? Nee. Ich hab grad in die andere Richtung geguckt, ob die Tür auch wirklich zu ist bei mir. Wer ist da? Der hat hier auf jeden Stock geschoben, Mann. Ich bin's nur. Stecken Sie bitte das Ding weg. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Das ging alles so schnell. Ich sagte doch, Sie sollen abhauen. Sie wollen doch nicht enden wie Ben, oder? Sie kannten ihn? Er war ein Informant. Hatte Informationen für meine Untersuchung. Also hat er die Wahrheit gesagt. Hey, Sie können mir nicht immer weglaufen. Ich weiß nicht mal Ihren Namen. Ich bin Leon Kennedy. Finde einen Weg raus, Leon. Bevor es zu spät ist. Dann reden wir. Ich bin Ada. Hallo, Ada. Ich schätze, das ist ein Deal.
Oh Mann, also... Oh! Das Ding brauche ich. Das kann sein. So, mal gucken. Notizgefängnis Schaltschrank. Der Schaltschrank ist defekt. Könnten sich die zuständigen Personen schleunigst darum kümmern. Dürfte zwar allen bekannt sein, aber da der Schaltschrank höllisch alt ist, brauchen wir Schaltschrankteile. Ah ja, Schaltschrankteile. Die nicht mehr hergestellt werden. Im Transformatorraum müssten noch ein paar herumliegen. Nachtrag. Mir wurde gesagt, dass im Transformatorraum nur noch eins dieser Schaltschrankteile ist. Der Typ, der die Glocke des Uhrenturms reparieren soll, müsste noch eins haben. Also nehmt es ihm. Ich meine, bittet ihn höflich darum. Ah ja. Ich kann fast schon gar nicht mehr lesen. Ich glaube, wir müssen jetzt demnächst mal eine Aufnahmepause machen. Ayoa. Ayoa. Also der Typ, Mann, ohne Witz. Der geht mir echt auf den Sack. So, das Problem ist, der Uhrenturm, wie ich mal vermuten, müssen wir an diesen scheiß Tölen vorbei. Oh, ich weiß schon, was passieren wird, wenn wir das Ding aufgemacht haben, Alter. Karte der Polizeistation B1, Basement 1 wahrscheinlich, also Keller 1. Und dass man sich da nicht die Mühe gemacht hat, das zu übersetzen. Ja gut, das kann man bestimmt mal vergessen haben, aber... Hätte schon übersetzt sein dürfen. So. Weißt du, anstatt dass die da mit uns zusammenarbeitet? Ich mache mir ernsthaft Sorgen wegen diesen Hunden. Das ist nicht so gut. Oh, das ist nicht so gut. Schießpulver gelb ist gut. Schießpulver gelb, ich war schon. Der ist da drin. Ciao, Leute. Wir werden kurz Schießpulvermunition Munition craften. Schießpulvermunition. Cool, aber ja. Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht schon ganz bräsig hier, ey. Wir schnappen uns jetzt schnell da hinten. War hier nicht irgendwo mein Safe Room vorhin? Wäre irgendwo ein Safe Room gewesen. Ja, dann hat sich das mit dem Craft natürlich erledigt. Mhm. Sagte ich, wir craften schnell. Naja, gut. Aber wie es hier mit den Hunden beim nächsten Mal ohne Munition weitergeht, erfahren wir erst in der nächsten Aufnahmesession. Ich hoffe, ihr hattet in den ersten 2 Stunden Resident Evil viel Spaß mit mir zusammen. Ich bin ein bisschen durch. Und würde sagen, ich melde mich einfach mal aus dem Funkkreis ab und sag für heute und für jetzt, ciao. Halt, mir fällt gerade auf. Stopp, Kommando zurück. Ich habe nicht gespeichert. Wo kann ich hier speichern? Ja, wir werden dann wohl doch noch ein bisschen weitermachen müssen. Scheiße. Scheiße. Dose. Und so aus Blech, okay. So, mach mal auf. Schlüssel, ein abgenutzter Schlüssel 7, was? 7439, das sieht aus wie, ach, K-Number. Okay, das ist ein Autoschlüssel. Entsorgungsnotiz. Zu entsorgen des Objekts Schlüssel für Einsatzwagen 7439. Details verbogener, unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man aber noch per Tastendruck Türen und Kofferraum des Wagens öffnen kann. Das finde ich gut, dann gehe ich da jetzt nämlich mal kurz vorbei.
Kisten, weil da liegt bestimmt Zeug drin. Das kann ich gut gebrauchen. 7439 war es, ne? Das ist. Emergency, Police Eyes. Woran erkenne ich den Wagen 7439? Also abgesehen von dieser Nummer. Das ist keiner von denen hier, oder? 7439. Kann ich den, wenn ich ihn jetzt untersuche? Ah, der hier war das. Was ist denn das? Gewerkschaft Matilda. Okay, wir werden wohl definitiv die Matilda wieder auspacken müssen. What the fuck, Alter? Ich dachte eigentlich, die Matilda wäre die schlechtere Knarre, weil das so ein Standard gelungen ist. Aber dass der da in Gewerkschaft reinklöppelt. So, mal gucken, was wir hier wieder Schönes haben. Eine Nachricht von Mr. Raccoon. Juhu! Hallo Jungs und Mädels, hier ist euer Freund aus dem Raccoon City Zoo. Schön euch zu sehen. Heute möchte ich über etwas reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch meinen beliebten Mr. Raccoon-Figuren, oder? Also ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie für Schießübungen benutzen, aber das macht mich sehr traurig. Liebe kleine Kinder würden doch nicht so gemein sein, oder? Das ist nämlich total mega gefährlich, also lasst das bitte schön bleiben. Wir sehen uns im Zoo. Mr. Raccoon over. Hier ist wieder dieser Kackschlüssel. Wie komme ich eigentlich wieder zurück für diese Schlüssel, gell? Oh Gott. Ja, ich bin gerade am überlegen, wie ich da vorbeikomme, ohne dass die aufwachen. Aber mir braucht keiner erzählen, dass die nicht aufwachen. Shotgun. Baby. So, die brauche ich leider für die Hunde. Du hast nichts. Einer von denen wacht auf, garantiert. Errungenschaft freigeschalten, Waschbärbekämpfung. Tut mir leid, aber das musste sein. So. Hui, ganz schön schwitzen. Speicherpunkt wäre mal irgendwie ganz geil. Da komme ich nicht rein. So, wir pusten jetzt erstmal diese Drecksköter da weg. Das würde mich ganz glücklich machen. Boah, ich bin vollkommen durch. Ich merke schon, wie ich auch weniger quatsch. Das ist nicht so gut. Blaues Kraut ist gegen Vergiftungen, haben wir ja gelernt. Schauen wir mal. Sorry, aber da gehe ich kein Risiko ein. Also nichts gegen Hunde, ich liebe Hunde, aber da gehe ich kein Risiko ein. Alter, stoppen. Weil wenn die Viecher draußen sind und auf mich zurennen, dann ist vorbei. Die treffe ich nicht, keine Chance. Und ich habe die Vorahnung, ne, dass die rausgekommen wären. Und das brauche ich mir nicht geben. Ich bin zu jung zum Sterben. So, Autopsiebericht Nummer 53477. Name des Verstorbenen Justin Hansen, männlich, weiß, 39 Jahre alt. Beobachtung vom Personal, tot im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden. Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach Löschung des Lichts verstorben. Der Verstorbene war ein Kleptoman, der mehrmals in Haft saß. Unglaublicherweise klaut er sogar im Gefängnis weiter, wobei das nur seiner klinischen Diagnose entspricht. Kann man dafür denn überhaupt noch verurteilt werden? Ja. Halten Sie mich eigentlich für bescheuert, oder was? Dann gehe ich mal davon aus, dass die in der Autopsie keine Shotgun-Munition haben, ne? Problem ist, wenn ich nicht so eine Kiste dem. Aber trotzdem wieder rein. Den Typ gucken wir gleich, ob wir den rausholen. Wir gucken erstmal noch bei den anderen. Weil wenn da jetzt Munition quasi auf dem Präsentierteller liegen sollte,
Muss ich mir überlegen, ob ich den da wirklich brauche. Ciao. Gut, dann ziehen wir vielleicht den raus, der sich nicht bewegt hat. Das ist aber die größte Verarsche, Alter, ohne Witz. Mal gucken. Oh, Bruder. Ja, die Hand, der wacht auf, ich sag's euch. Der Schlüssel. Ja. Ja, ciao. Ja, also der hat mich jetzt nicht überrascht. Sorry, aber mit dem habe ich gerechnet. Ich meine, das war ja mehr als obvious, dass das Ding direkt neben seinem Kopf lag. Ist die Frage, den Schlüssel, wo konnten wir den denn nochmal benutzen? War das nicht hier vorne? Nee, ne? Oh, dieses Geschrei, ne? Ohne Witz, wenn die das Maul halten würden, die wären null gruselig. Aber dadurch, dass sie die ganze Zeit am Schreien sind, krieg ich da echt Zustände. Ich meine, klar, ich könnte das Geschrei ausstellen und hier locker easy durchrennen, aber ja, so funktioniert das Horror-Game-Prinzip nicht, ne? Das Ding muss ja irgendwo hier gewesen sein. Sieht auch nur Schnauze, bitte. Das ist so laut. Alter, wo war denn das? Der ist immer noch am Leben. Der hat gerade geruckelt. Wo war denn das mit dieser Tür? Habe ich doch noch gesagt, wie kommen wir denn da wieder zurück? War das bei den zwei Cops? Nee, bin mir ziemlich sicher, dass es da nicht war. Bei den Hunden könnte ich mir noch vorstellen. Ich weiß es aber ehrlich gesagt komplett gar nicht mehr. Ich geh jetzt mal nochmal bei den Hunden vorbei und guck jetzt mal da. Da vorne, ne? Das dürfte die Tür und dann schon die. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Habe ich noch gesagt, wie kommen wir denn eigentlich an die ganzen Türen ran mit denen, mit diesen Zeichen? Das war mir nicht ein Rätsel. Ach komm, da waren noch andere Geschächte. Das Problem ist, jetzt klopft der da dagegen und kommt erstmal eine Ewigkeit nicht raus, ne? Okay, wir machen jetzt den hier. Aber so, jetzt bräuchte ich echt mal Muni. Ne, wegen der Flash gehe ich da. Vergessen. Ah, da ist nichts drin. Muni, bitte. Wir haben jetzt halt echt ein Problem. Ich dachte, boah, Mann! Spiel! Nö, brauche ich gerade auch nicht. Ich brauche Muni. Gut, nehmen wir halt das komische Gewächs damit. Bin ich zu weit nach hinten wegen dem Krüppel, der da liegt. So, und so zusammenbringen. Diese Mixtur aus zwei verschiedenen Kräutern wirkt als Gegengift, mindert erlittenen Schaden und schützt kurzzeitig vor Gifte. Also, das ist sowas, was mir kurzzeitig hilft. Ich dachte, das wäre sowas wie die Steroide aus Resident Evil 7. Wo war denn diese Kacktür, Mann? Problem ist, ich habe jetzt halt gar keine Muni mehr, ne? Heißt, wir können da jetzt zwar schnell reinflitzen und gucken. Lol, ich weiß nicht mehr, wo das war jetzt. Ey, wir hatten so eine Tür gesehen. Ich weiß es nur halt echt gar nicht mehr, wo.
Weil ich so weggebrannt bin mit der Rübe mittlerweile. Da komme ich ja bloß da rein. Ah, hier. Ja, genau, benutzen, aufmachen. Okay, nee, danke. Ich guck eigentlich gerade nach Muni. Film. Schlucken das jetzt mal schnell hier. Damit wir das hier mitnehmen können. Alter, die Lichteffekte sind aber super gemacht, ne? Ey, ich muss doch irgendwo speichern können. Also ich würde wirklich gerne mal speichern. Aber irgendwie... Moment mal kurz, der ist doch hier durch, ne? Alter. Wegschmeißen. Ja, weg mit dem Scheiß. Ich würde halt auch mal gern wieder in die Kiste, weil ich muss Munition craften. Oh, aber so wie es momentan aussieht, ist da nichts so. Gucken wir mal nochmal schnell hier auf die Map, das kann auch nicht sein. Genau, das ist ja gesperrt. Hier ist die rote Tür. Leichenhalle. Ist irgendwie hier Zugang gesperrt? Also lass mich hier durch. Ach, jetzt weiß ich's. Okay. Wir haben doch vorhin was bekommen. Wir müssen einen Transformator. Jetzt würde ich mal gerne gucken, ob da hinten noch irgendwas zum Speichern ist endlich mal. Ich hoffe, es ist im Transformatorraum, wenn mal Speichern angesagt. Weil am Anfang waren es ja doch relativ viele Speicherpunkte und jetzt ziemlich wenig. So, ich weiß aber wenigstens jetzt, wo ich lang will. Ich frage mich auch, ob ich nochmal in diese Polizeistation zurückkomme, weil ich habe ja den, diesen Raute-Schlüssel oder den Karo-Schlüssel jetzt auch. Und es gab ja auch ein Herzschloss und ein Kreuzschloss. Ja genau, jetzt muss ich hier... Genau, jetzt kann ich hier das Ding uns benutzen. Bitte keine 500 Zombies dahinter. Sieht im Moment gut aus. Ich habe nämlich keine Muni mehr. So, Muni. Was ist das hier? Pulver ist schon mal ein guter Anfang. Ah, scheiße. Pack das Elektronikteil. Ah, scheiße. Ich höre die Drecksviecher doch schon. Ja, wegwerfen. Hau rein, Mann. Was mache ich denn ohne Munition gegen diese Scheißköter? Mal aus. Elektronikteil. Ja. Ja, war's das? Oh, nee. Ja, die sollen in dasselbe beide gleichzeitig im Feld sein. So. Zeit zu rennen, weil ich habe jetzt ein Problem. So, run, boy, run. Hi. Mein Problem ist jetzt halt ernsthaft. Ich habe. Wow, Mann! Alter! Lass die Scheiße, Mann! Oh, mach doch nicht so einen Dreck, Alter! Oh, das ist mein Team Overlay. Oh. Alter! Ich hab ja mit sowas gerechnet vorhin schon. Alter, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder?
Ich glaube, wir werden gleich das erste Mal sterben. Oh geil, die kommen da durch. Oh geil, die kommen da durch. Ich hab keine Muni. Wir sind am Sack. Das war's? Okay, wir probieren jetzt da durchzurennen. Moment mal kurz. Jetzt ist das Ganze ein bisschen weniger laut. Dann fliegt mir nicht die Rübe weg, wenn ich da tatsächlich crash. Weg da! Das war einfach als erwartet. Wie lang? Please. Also wir müssen sparsamer mit der Munition werden. Wenn wir denn jemals wieder welche bekommen. So eine Sekunde kurz. Oh, so, jetzt habe ich wieder die Kopfhörer vollends auf. Ey, weil dir fliegt da halt echt der Kopf weg, so laut sind die. Oh, bitte sei ein Speicherpunkt, ey. Yay! Leute, ich bin so kaputt. Aber wir nehmen jetzt mal hier die Mathilda raus, kloppen das Ding hier mal weg. Kombinieren, so. Mathilda ist schon mal ein bisschen besser wieder. Naja, naja. Wir haben also nichts eingespart an Platz. Kombinieren, kombinieren. So, Schießpulver herausnehmen. Kombinieren, kombinieren. Uff. Alter, bin ich fertig. Nachladen. Schnellzugriff auf die 1. Alter. So, merken, munitionssparende Arbeiten. Drogen basteln. Kombinieren. Was will ich jetzt aber, was macht das? Das heilt mich das? Gegenmittel, gegen Gift. Gegen Gift, weiß ich gar nicht, ob ich das so brauche im Moment. Verstauen, ne, will ich jetzt mal die hier mitnehmen. Also unsere Sprays ist doch ziemlich zügig weggegangen. Speichern nochmal. Und dann, Leute, würde ich sagen, melde ich mich diesmal jetzt wirklich für heute aus dem Funkkreis ab. Ich bin wirklich durch. Und sag einfach nur noch Ciao. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Tschüssi. Hello? Is anybody here?